Noch eine Kiste haben wir freigespielt. Zack. Was haben wir da drin? Alter! Leute. Tara ist spielbar geworden dadurch. Hey, Leute, ihr bekommt zu weiteren Folge von Worldstars. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Aber Supercell hat heute ein Update rausgehauen. Wow. Aber keine Sorge, es kommt diesen Monat noch ein Brawl Talk. Es wird nach meinen Gerüchten, die ich gehört habe, ein Halloween-Update kommen. Also das wird ein bisschen Halloween-spezifischer. Habe ich nur gehört, auf Twitter irgendwo gelesen. Ich weiß es nicht, kann sein, dass es nicht stimmt. Aber es ist das, was ich gerüchtemäßig gehört habe. Aber ein paar Brawler wurden verändert. Und es gibt noch eine andere Änderung, die ziemlich cool ist. Und ich dachte, wir reden darüber mal. Ihr könnt euch die übrigens auch in aller Ruhe angucken, indem ihr einfach hier unten auf News klickt und dann auf Balance Update. Und dann könnt ihr das lesen. Wir lesen das mal gemeinsam durch. Und zwar Tara. Schaden der Hauptattacke von 380 auf 420 erhöht. That's a lot of damage. Ist natürlich ziemlich, ziemlich übel. Und das ist ja auch nur der Schaden von einem so einem Ding, was trifft, ne? Es können ja auch alle drei treffen. Also es ist schon ziemlich, ziemlich stark. Außerdem wurde die Star Power verbessert und das Schattenmonster, was sie herbei beschwört, macht 600 Schaden und nicht mehr 400. Also Tara hat einen krassen Buff gekriegt. Ich finde immer noch, der Angriff sollte sich ein bisschen schneller aufladen. Aber Tara ist jetzt eventuell nicht mehr das schlechteste Brawler im Spiel. Das werden wir gleich austesten. Jessie hat ein Update gekriegt, die macht jetzt 20 Schaden mehr. Das Geschütz macht auch 20 Schaden mehr. Jessie war ja so ein bisschen raus, also sie war ja mal eine der stärksten, finde ich zumindest, und wurde dann schlechter gemacht und war dann eher so, ja, okay, Jessie ist in Ordnung. Und jetzt mit der Änderung ist Jessie vielleicht wieder einer der stärkeren Brawler. Wer außerdem nochmal stärker gemacht wurde, ist Crow. Ich fand, Crow war schon voll okay. Ich habe jetzt übrigens auch mal einen kleinen Rar-Moment-Facecam gemacht. Ich finde es eigentlich unnötig, aber müsst mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Die nächste Änderung, Piper, und zwar Pipers Star Power macht jetzt 800 Schaden, nicht mehr 500. Mortis regeneriert jetzt 1800 Leben und nicht mehr 1400 mit seiner Star Power. Jean Star Power halt jetzt um 300 und nicht mehr 200. Das finde ich immer noch schwach. Ich finde, da muss die Reichweite eigentlich verändert werden oder die Star Power muss komplett verändert werden. Sandy wurde auch schlechter gemacht und zwar braucht Sandy jetzt 6 Treffer und nicht mehr 5, um ihr super aufzuladen. Das finde ich okay. Ist wirklich, 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 wirklich okay. Denn das konnte man ja schon quasi spammen und einfach teilweise 2 Sandstürme auf einmal auf dem Feld haben. Und der Schaden der Star Power, rauer Sand, macht jetzt 40 Schaden und nicht mehr 200. Also das wurde mal richtig krass schlechter gemacht. Bibi wurde auch schlechter gemacht. Bibi hat jetzt 100 Leben weniger und die Schadensreduzierung bei ihrer zweiten Star Power ist jetzt auf 30% reduziert. Also Bibi wurde auch schlechter gemacht. Ist okay, Bibi war eine der stärkeren, ist in Ordnung. Tick wurde verändert. Das wird jetzt sehr, sehr spannend. Und zwar bleiben die Minen kürzer liegen. Finde ich gut, hat mich mega genervt. Der Radius ist kürzer. Finde ich gut, hat mich mega genervt. Und die Minen landen jetzt endlich im festen Muster. Endlich. Seit Tick draußen ist, war das mein Hauptwunsch für Tick. Generell würde ich sagen, eine der besten Balance-Änderungen, die wir bis jetzt im Spiel hatten, nur auf die Brawler betreffend. Denn hier habe ich wirklich, ich kann alle Änderungen verstehen und ich finde, alle machen Sinn. Da ist jetzt keine bei, wo man sagt, so, ja, warum eigentlich? Okay, Crow. Ich finde, Crow ist so ein bisschen, wo man sagt, ja, ich fand ihn schon eigentlich stark genug. Aber vielleicht ist meine Meinung zu Crow auch einfach schlecht, weil ich den halt nicht mag. Außerdem wurde El Primo nochmal verändert. Und zwar die Star Power, mit der schneller läuft. Die wurde ja schon vor einem Monat verändert. Dass der Speed Boost auf 27%, glaube ich, reduziert wurde. Und jetzt ist die Dauer davon auch nur noch bei 4 Sekunden, nicht mehr bei 5. Jetzt übrigens noch eine Änderung, die richtig, richtig groß ist. Und zwar gab es ja schon eine Zeit lang testweise den Creator Code. Und der ist jetzt einfach nochmal verbessert worden und den kann man jetzt hier einfach eingeben. In Deutschland ist, glaube ich, Clash Games der einzige, der einen hat. Gebe ich mal ein als Support. So, zack. Und früher oder später werde ich bestimmt auch einen Code kriegen oder Stan bestimmt. Hoffen wir es. Mit der neuen Tara. Die jetzt hier wirklich mehr Schaden macht. Also ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Okay, dann haben wir eine Piper. Die ignorieren wir mal. Da unten haben wir noch eine Piper. Wow. Achtung, das ist hier auch die beste Piper-Map, wenn man so will, ne? Ja, gut. Ja gut, da haben wir jetzt vielleicht ein Problem. Kann ich einen Tick killen im Nahkampf? Oh, Alter! Ich habe einen Tick gekillt. Und das war nicht mal der komplette Nahkampf. Ohne Witz. Ich glaube, vorher hätte ich nicht gekillt von der mittleren Reichweite. What? Autsch, 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 autsch. Piper, Piper. Oh. Leute. Tara ist spielbar geworden dadurch. Tara ist mit... Ich hab fast einen Leon in...
im Nahkampf gekillt, obwohl ich nicht komplett regeneriert war. Hätte ich meine Star Power eingesetzt, hätte ich ihn sogar geholt. Leute. Tara ist spielbar geworden. Was zum Teufel? Wie ist das denn passiert? Wie ist das denn passiert, Leute? Hat er den geklaut? Nee, ich hab ihn gekriegt, okay. Ja, das war jetzt schlecht von mir. Aber Leute, ich bin geflasht. Ich bin geflasht. Tara ist nicht mehr Müll. Okay, es wird Zeit für eine neue Tierlist, glaube ich. Mache ich aber, glaube ich, erst, wenn der neue Brawler reinkommt ins Spiel. Was wird hier einer kommen? Wir leben in einer Welt, in der Tara nicht mehr Trash ist. Okay, ich muss. Rico, jetzt muss ich noch killen, wenn die Platzierung kommt. Nein, 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 nein. Oh, schade. Komm, ja, Mann! Tara macht jetzt, wenn alle treffen, 1700 Schaden. Das war okay. Also wir haben trotzdem, nee, wir haben Plus gemacht. Wir haben Plus gemacht, Leute. Aber ich bin erstmal geflasht. Nein, 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 warum jumpt ihr beide? Warum jumpt ihr beide? Wer springt, ist dumm in dieser... Och, das ist die einzige Regel der Map. Nicht springen, weil es immer dumm Kamikaze ist. Was machen meine Teammates? Die springen einfach beide. Ah. Hört doch auf zu springen. Hört doch auf zu springen, Leute. Der ist tot. Schön. Ja, aber wir haben ein Problem, dass meine Teammates Dödel sind. Alter, du bist ein... Du bist ein Colt. Colts sind Fernkämpfer. Diese Map ist so leicht. Einfach nicht springen. Und man springt nur im absoluten Notfall. Das ist die einzige Regel. Lass mal kurz nachgucken, wie gut meine Teammates wirklich waren. 7000 Trophäen. Und ein Russe mit 5000 Trophäen. Okay, ich danke Matchmaking, das war richtig nice. Puh, okay, die Leute jetzt aus meinem Clan, die werden wissen, dass sie nicht springen dürfen. Heiko hat sogar getriggert, sehr gut. Okay, die Gegner springen auch nicht. Das heißt, wir haben jetzt eventuell eine normale Runde. Okay, ich bin Matsch. Ich bin Matsch. Aber, ja, Jessie ist ja auch stärker geworden, macht jetzt auch mehr Schaden, stimmt. Können wir jetzt direkt mal an Heiko sehen, wie stark die Jessie jetzt ist. Okay, der ist Matsch. So, das Geschütz nervt mich, obwohl ich natürlich versteckt bin. So, nein, Quo, warum... Du bist eine Piper, Mann! Wieso springst du als Piper? Dude! Also, guckst du aber meine Videos nicht regelmäßig, weil ich kritisiere das jedes Mal, wenn wir die Map haben. Jedes Mal. Okay, wir machen die Wand mal der Gegner weg, dass sie sich da nicht verstecken können. Okay, wir haben unsere Star Power wieder. Ey, ohne Witz! Tara macht mega Fun jetzt, wo sie stärker ist. Das sage ich auch jetzt nicht nur, um irgendwas zu hypen, aber guck ich das an. Ich habe zwei Gegner gereckt. Mit viel Mühe, mit viel Arbeit? Nee. Ja, jetzt jumpen die, jetzt jumpen die. Weil jetzt ist Risiko, jetzt macht Jumpen Sinn. So. Ja. Heiko mit 100 Leben. Heiko mit 100 Leben. Okay, schön. Können wir die Gegner mal ein bisschen damagen? Bisschen Damage. Autsch, 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 autsch. Schön die Wand weggemacht. Das war sehr, sehr gut. Jetzt hier noch den Kalito killen. So. Der ist ja gekommen. Schade. Dann killen wir aber mal kurz. So. Ja. Schön aufgeräumt. Alter, Taras. Ganz ehrlich, wenn ich eine neue Liste machen würde, würde ich sagen, Stand jetzt. Stand jetzt wäre Tara vielleicht sogar Top 10 der stärksten Brawler am Spiel. Weil die ist ja richtig gut aktuell. Ohne Witz. Tara ist übel. 1700 Schaden macht die jetzt einfach. Richtig. Ernsthaft? Ernsthaft? Vielleicht sogar Top 5, ohne Witz. Und ich sage das jetzt nicht nur, um die zu hypen. Tara nach dem Update, Kandidat für Top 5 der stärksten Brawler am Spiel jetzt. Wenn du uns nach vorne drückst, dann jumpt man irgendwie weiter. Kommt mir zumindest so vor. Ich weiß nicht, ob stimmt. Okay, komm. Ja, Alter, habt ihr das gesehen? Super. Auto-Aim, Auto-Game. Und Auto-Aim. Und die Runde damit entschieden. Wir haben es damit nämlich gedreht. Und zwar richtig gedreht. Und ich habe mein Super immer noch am Start. So, super. Auto-Aim, Auto-Aim, Auto-Aim. Und gekillt. Schön. Wie komisch ist das denn? Ich habe Spaß mit Tara.
Okay, zum Abschluss holen wir uns nochmal die Star-Marke von Starkampf. Hier rechts ist ein Easy Snack. Oder hier die. Hallo, Jesse. Come on. Hat sie die geholt oder ich? Ich, okay. Gut. Gut. Du kannst nicht irgendwo hin. Oh, verdammt. Gesandwiched von zwei Piper. Okay, das war gut, das war gut. Ich lebe noch. Schön, noch ein Kill geholt. Die da oben kann ich jetzt einfach easy mit meinen Super killen. Vielleicht sogar. Alter, wieso willst du Team? Hä, Crow, das macht ja gar keinen Sinn. Das macht ja legitim gar keinen Sinn. So, komm mal ran. Genau in dem Moment ist sie gestorben. Crow, das klappt nicht mehr. Tara ist jetzt ein Killer, du kannst einfach ranspringen und die dann killen. Das geht nicht mehr. Das ging vielleicht früher mal. Aber die Tara ist jetzt eine neue Tara. Die ist eine stärkere Tara. Die ist eine overpowerte Tara. Alter! Okay, leben. Ja, ich bin. Fast, hätte ich ihn noch geholt. Yo, wir können sogar Erste werden jetzt. Mit ein bisschen Glück. Ich weiß, dass da unten noch viele Gegner sind. Ja, da ist immer noch eine Piper hier links, oder? Ah, ein bisschen was. Ah, da ist noch eine Piper. Okay. Okay, jump an meine Arme. Ja, okay, wir sind echt Erster. Lol. Okay, wir regenerieren. So. Die kommt safe nochmal gleich nah ran. Nee. Ja, komm her. Nein! Das ist die erste jetzt auch, ne? Ich wusste, dass sie es vorhat, aber ich dachte, mein Angriff lädt sich vorher auf. Zweite ist aber trotzdem nice. Spielt Tara. Ohne Witz, dass ich das mal sage. Spielt Tara. Tara aktuell ultra nice. Noch eine Kiste haben wir freigespielt. Zack. Was haben wir da drin? Alter! Wir haben die Star Power von Sandy gezogen. Und sie wurde jetzt schlechter gemacht mit dem Update. Yo, was geht ab? Was geht ab? Okay. Das gucken wir uns genau in der nächsten Folge an, aber eine Runde mache ich damit. Solo Showdown wäre ziemlich nice. Brawl Ball, da kann man das halt echt gut. Also, Sandy ist nicht unbedingt der Beste, ist ein Typ, der Beste in dem Modus. Aber hier kann man es halt ganz gut aufladen, weil die Map halt relativ klein ist. 40 Schaden. Lol, wir haben einfach die Star Power von Sandy jetzt. Ja, das mache ich nochmal ausführlich im nächsten Video. 6 Schüsse brauchen wir jetzt, um das aufzuladen. Ja, jetzt haben wir es aufgeladen. Ich hau's mal raus. 40 Schaden. Das ist nichts. Wie viel Schaden? Wobei, ich habe jetzt vielleicht 200 Schaden gemacht damit insgesamt. Das ist ein bisschen was. Aber es. Generell ist es natürlich eher Kategorie nichts. Und der Bull ist einfach stehen geblieben in den Stacheln. Das ist auch eher nichts. Also von der Leistung meines Teammates eher nichts. Ich mag die Map aber. Star Power! 40 Schaden! Schluck den 40 Schaden. Ey, okay, das war vorher aber zu krass. Wenn wir überlegen, dass jeder Tick dann 200 Schaden gemacht hat. Ich finde aber 40 ist ein bisschen zu wenig jetzt. Das ist ja legitim gar nichts. So. Ja, also 200 war zu viel. Aber 40 ist zu wenig. Das ist ja wirklich zu wenig. Okay. Drauf. Angriff lädt sich aber immer noch solide schnell auf. So. Ja gut, die Reichweite ist natürlich ziemlich groß. Aber ey, 40 Schaden. Wobei. Der Brock schluckt natürlich jetzt ordentlich da drin, ne? Also der Brock hat jetzt. Der stand die ganze Zeit drin. Der hat bestimmt 400 Schaden dadurch kassiert. Ist jetzt nicht schlecht. Hm. Wir verlieren übrigens, weil. Ja, der Bull aus meinem Team ist komplett nutzlos. Komplett. Statt den Ball zur Seite zu spielen, rennt er einfach in drei Gegner rein und schluckt einfach ordentlich. Also, da werden wir nicht viel reißen. So, ich mach's mal so. Der Brock schluckt wieder ordentlich. Ja, der schalockt wieder ordentlich. So. Das ist dann super ein, klar. Wir hauen den Ball mal weg. Ja. Bull, wieso rennst du wieder in die Stacheln, Mann? Bull, weißt du überhaupt, wie man Bull spielt?
Wir sind in Unterzahl. Der Spike fällt nicht negativ auf, aber ey, der Bull. Dass wir überhaupt... Ja, das war's. Der Safe. Dass wir überhaupt noch in der Partie drin sind. So, der will super und der... Ja. Mir ist auch gewiss, der Brock relativ schnell super, deswegen bin ich jetzt nach hinten gegangen. Oh, Moment. Oh, Moment. 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 Moment, Alter! Ja, Mann, wir haben's gesolot. Wir haben sowas von gesolot. Richtig gut. Ja, ey. Also die Star Power ist, glaube ich, immer noch stark. Weil der Brock stand die ganze Zeit da drin. Der hat so viel geschluckt. Aber wenn der, ganz ehrlich, wenn der Bull über 10.000 Trophäen ist, soll das ein Zeichen für euch sein, jeder kann 10.000 Trophäen erreichen. 7.000, ja. Jeder kann 7.000 Trophäen erreichen. Weil der war ja komplett lost. So. Der hatte ja gar keine Ahnung. Ah, Mann. Ja, wie findet ihr die Änderung? Ich finde die ziemlich cool. Mit der Star Power muss man mal sehen, wie stark sie wirklich ist. Aber wie gesagt, der Brock wurde ja genudelt davon. Und das ist ja schon echt okay. 200 war zu viel, okay, aber 60 würde ich sagen, wäre okay. Gut, dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Denkt an den Creator-Code, wenn ihr jemanden unterstützen wollt. Falls ihr vielleicht einen internationalen YouTuber unterstützen wollt. Ich finde Lex ist sehr gut, also den Code Lex könnt ihr eingeben. Und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.